meine Lieben, und willkommen zurück in Fallout 4 mit Dogmeat und mit Deacon. Der ist aber da. Er versteckt sich. Ja, ja. Gut, wir sind jetzt immer noch im Krankenhaus, glaube ich, war das. Mit der Mission Metzgerrechnung. Und darum geht es, dass ich ein Holoband gefunden habe, auf dem die letzten Augenblicke des Unterschlupfs Augusta zu sehen sind. Das Institut hat sie angegriffen und es sieht nicht danach aus, als gäbe es Überlebende. Es wird Zeit, Dr. Carrington Bericht zu erstatten. Gut, ich kriege eine Menge Red. Verdammt. Nicht gut. Ich könnte davon wohl auch was tragen. Könntest du. Brauchst du aber erstmal nicht. Ach du Scheiße, wartet mal. Ich muss mal hier erstmal ein Railway nehmen. Ich werde hier total verstrahlt. Ach so, und dann nehme ich noch ein Relax. Genau. Dann widerstehen wir mal den ganzen ein bisschen. So. Okay, hier ist weiter nichts. Ein bisschen beeilen muss ich mich aber dennoch. Dogmeat, wenn du mir hier vor der Nase rumrennst, werde ich auch nicht schneller. So. Ausgang. Cambridge. Gestern gab es leider keine Folge, denn ich war sowas von müde nach der Arbeit. Seit dem Coronavirus ist wirklich im Gesundheitswesen so viel los. Ist echt der Hammer. Ja, und da war ich gestern halt sehr müde und hatte überhaupt keine Lust mehr, irgendetwas zu machen. Ja, deshalb kommt erst heute wieder eine Folge und es tut mir... Achso. Zeit, diese Riegel loszuwerden. Ah, okay. Ah. Ich habe mich gerade etwas leicht erschrocken, was das da für ein Ding ist. So, jetzt ist mein Licht schon wieder aus. So, Dogmeat hat schon wieder was gefunden. Was denn? Oh! Dankeschön, mein Kleiner. Du bist ja ein toller Junge. Ah, überladen, ja. Natürlich. Und das nicht zu knapp. Gut, so, ich muss jetzt nach Dingsen. Zum Hauptquartier? Genau. Dann werden wir das mal tun. So vollgeladen, wie wir sind. Ich weiß gar nicht, sollte ich jetzt noch ein wenig... Ja, ich bin schon aus der Puste. Oh nein. Oh nein. Mach mal einen kleinen Spaziergang. Guck mal. Wie auf dem Steg laufen wir jetzt und modeln ein bisschen rum. Ich quatsch einen Blödsinn. Ich bin, glaube ich, immer noch sehr müde. Ah, so. Dann lauf mal. Wo laufen wir denn jetzt überhaupt hin? Da lang. Au. Ja. Ah, das ist so fies. Hey, wer ist da? Ihr seid so scheiße, Leute, wirklich. Oh Gott. Irgendwas von Shakespeare über Tod und Untergang ein. Noch einer? Ist da was? Nee, das ist ein Eingebüsch.
Jetzt geht der Spaß los. Ich will eigentlich nicht darunter. Wie laufe ich eigentlich, Leute? Aua, hier ist ein Zaun. Warum ist denn hier ein Zaun? Ich will hier rüber. Okay, geht nicht. Nein, ich will da nicht zum Krater runter. Auf gar keinen Fall. Ich will nur noch... Ich hab da einen Splitter. Ach komm, Dicken. Das müssen wir nicht tun. Steht da jemand? Nee. Oh nein. Da ist nichts mehr. Gut, Deacon hat irgendwas erledigt. Ich habe dafür die Punkte bekommen. Das ist sehr schön. So, jetzt probiere ich noch mal. Mal kurz hier so einen Transfer zu machen. Ich mache aber erstmal nur eine Sache rein. Zum Beispiel das hier. Und dann versuche ich noch mal, nee, mein Diverses. Die Sachen wieder abzuholen zu lassen. In der letzten Folge, glaube ich, ging das ja gar nicht. Nee, nee, nee. Ah ja, jetzt geht's. Seltsam. Gut, dann war das irgendwie nur ein Fehler. Aber nicht schlimm. Dann kann ich mich ja hier erstmal entladen. So, wartet mal. Dann tun wir das rein. Kronkorkenbienen. Habe ich wieder eine Menge zu entwerten. Sehr schön. Entwerten? Ich meinte verwerten. So, schön aufpassen, was ich hier rausnehme. Okay, und dann habe ich natürlich eine Menge Schrott, denke ich. Tata. Nee, Vorkriegsgeld lasse ich mal. Kann man sehr schön verkaufen. Na, guck mal, jetzt kann ich auch wieder laufen. Wunderbar. Sehr gut. Und das ist jetzt auch wirklich tatsächlich hier in mein Sonstiges drin? Ja. Perfekt. So. Ich überlege. Wo laufe ich am besten lang? Da lang. Was das sein? Was das?
Aua! Wow. Supermutant. Na, was denn? Ist noch nicht tot? Yeah. Aua! Was bist du da? Huh. Aber hier war noch ein Briefkasten. Naja, ich weiß nicht. Wer? Scheiße, was war das? Nichts, Leute, nichts. Hey. Knall sie ab! Knall sie alle ab! Ah, jetzt geht's erst richtig los. Ja, die habe ich schon zu viel. Ich sag euch, das ist immer ein Highlight, wie ich hier rumlaufe. So, ich glaube, ich muss auf die andere Seite, oder? War das nicht so? Auf die andere Flussseite? Ja. Hier komme ich bestimmt wieder nicht weiter, ne? Ja. Hier ist doch bestimmt schon wieder ein Geschützturm. Doch nicht. Oh, guck mal, der Mond. Wie schön. Okay. Dann laufe ich jetzt mal hier dieser Küste entlang. Aber ich glaube, wir werden beobachtet. Okay. Ich lass den. Ich finde ihn nicht schön auf dieser kleinen Insel. Aber was macht denn die Bruderschaft jetzt hier? Huch! Hallo Hunde? Aua! So, gleich haben wir es geschafft. Nichts drin. Das hat mein Blut in Ballon gebracht.
Oh, Gallery, Pigman. Alles klar. Dann werde ich das mal kurz speichern. Wieso habe ich hier das Gefühl, dass ich falsch bin? Das ist doch hier die Old North Church, oder? Von der anderen Seite. Yep. So, dann einmal rein. Erstmal einen kleinen Schluck Kaffee trinken. Das ist immer sehr schön. Aua. Ja, nein, da lang. So, die Waffe kann ich ja jetzt wegpacken. Nicht nachladen, wegpacken. Mal schauen, was Dr. Carrington jetzt dazu sagt. Tüfteltom sucht nach dir. Ja, schön für ihn. Der Unterschlupf Augusta wurde ausgelöscht. Ein Unglück kommt selten allein. Unterschlupf Augusta wurde vom Institut zerstört. Dann ist es, wie ich befürchtet hatte. Drei Unterschlüpfe zerstört. Kaum vorstellbar. Aktuell habe ich sonst nichts für dich. Aber es brennt nach wie vor überall. Also braucht sicher jemand anderes deine Hilfe. Okay. Dann ist es wohl so. Gut. Dann hätten wir das auch erledigt. Nehme ein Dunkelwasserbaustelle. Genau, mit Preston sprechen. Zum leuchtenden Meer muss ich auch noch. Was haben wir hier noch? Okay. Ghoul-Problem. So, wo haben wir das denn? Genau, das war hier. Und wir sind nach wie vor hier oben. Oh, das wird eine lange Strecke. Wieder einmal. Oh, ich habe ein Level Up. Dann nehme ich den doch mal. Ich nehme nochmal Gewehrschütze, glaube ich. Dann verursache ich 80% mehr Schaden. Ignorieren tue ich 25% des gegnerischen Rüstungswerts. Und habe eine leicht erhöhte Chance auf Verkrüppelung. Was wäre denn der nächste Rang? Oh, verursacht doppelten Schaden. Okay. Aber das ist hier auch nicht verkehrt. Kommando. Das ist automatisch. Okay, okay, okay. Oder blutiger Tod. Ich nehme erstmal den hier. So. Perfekto. Gut, dann nehme ich einen Eimer mit.
Kann ich irgendwas verwerten? Ich schau mal. Ich glaube. Ja, tatsächlich. Weil ich glaube, die Sachen sind nicht so... also die Verwertungs... wie heißt das? Die Materialien, die ich daraus gewinne, sind nicht so schwer wie die Rüstung jetzt an ich sich. Ich bin sehr beschäftigt. Ja, ich auch, siehst du. Sofern du keine ärztliche Hilfe benötigst, wende dich bitte an jemand anders. Ja, ist doch in Ordnung. Ich bin da ja nicht von dir. So, hier habe ich jetzt alles schon... Nee, habe ich nicht. Okay. Dann verwerte ich die jetzt auch. Und die Planke. Kann ich dann mein Wächter des Aufsehers modifizieren? Und zwar hatte man mir geraten. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wo das ist. Ich glaube hier. Die Punkt 308er, den Punkt 308er Verschluss zu nehmen, aber ich kann es nicht, ich habe jetzt nicht genug Aluminium und sowas. Soll ich machen, dann ist die Waffe mich um einiges besser. Das sagte mir nämlich der Thomas aus meiner kleinen Community. Schön, dich bei uns zu haben. Ich habe es nicht vergessen, Thomas. Ich werde daran denken, sobald ich die Möglichkeit hat. Das Datenmodell zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 93%, dass ein weiteres DIA-Versteck auf Erkundung wartet. Hatte die DIA viele dieser Verstecke, vielleicht später, das kann ich leider nicht. Was? Da kann ich leider nicht helfen, ich kann es bergen. Hatte die DIA viele dieser Verstecke? Exakte Zahl der Verstecke unbekannt. Ein kleiner Prozentsatz meiner Prozessorleistung wird zur Analyse und Entschlüsselung von Datensätzen verwendet. Ich kann es bergen. Der Standort des Verstecks wird an Ihren Pip-Boy übertragen. Unterhaltung beendet. Okay. Nehmen. Jackpot. Medford Memorial Hospital. Moment. Auf Karte anzeigen. Aha. Aha. Ja gut. Ich mache jetzt aber trotzdem erstmal hier dieses Ghoul-Problem, denn das schleppe ich schon seit Ewigkeit mit mir rum. Nicht wahr? So. Wir sind alles, was die Synths haben. Ich will raus. So, gleich sind wir draußen. Mein Gott, es ist immer ein Weg. Aber ich finde den besser als diesen hinteren Eingang durch diesen Tunnel.
Gut. Da sind wir wieder. Immer noch in der Dunkelheit. Boah, ist das dunkel, Leute. Das ist so dunkel. Okay, meine Lieben. Aber ich werde die Aufnahme für heute beenden. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten wieder. Pünktlich um 18 Uhr. Und bis dahin, bleibt gesund. Ach, ich kann diesen Spruch nicht mehr hören. Bleibt gesund und es war schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Bye, bye.